In Kasachstan sind bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften offenbar mindestens 164 Menschen getötet worden. Allein in der Wirtschaftsmetropole Almaty starben 103 Menschen, berichten mehrere Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Laut Präsidialamt wurden etwa 5.800 Menschen im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten festgenommen. Die ehemalige Sowjetrepublik war in den vergangenen Tagen von schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften erschüttert worden. Die Proteste richteten sich zunächst gegen steigende Gaspreise, dann weiteten sie sich zu regierungskritischen Kundgebungen im ganzen Land aus. Staatschef Kasym Jomart Tokajew hatte den Sicherheitskräften am Freitag einen Schießbefehl auf Demonstranten erteilt. Laut Präsidialamt hat sich die Lage inzwischen stabilisiert. Die Sicherheitskräfte setzen ihre Einsätze demnach jedoch fort.